بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. Beim Siebengestirn, wenn es singt, euer Gefährte Mohammed ist weder verirrt, noch ist er im Unrecht, noch spricht er aus Begierde. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ali baytihi al-tayyibin, al-tahirin, al-ma'sumin, al-akhyar, al-muntajabin. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir haben mit Folge 9.1 mit Omar weitergemacht und mit Folge 10, inshallah, kommen wir zum Schluss der Besprechung von der Vernichtung der Sunna durch Omar und Abu Bakr. Und gehen wir in die nächste Folge, die Wiederbelebung der Sunna, inshallah. Und dort kommen die Tätigkeiten und die Aktivitäten von Imam al-Muttaqin, Ali ibn Abi Talib, a.s. vor. Und auch die von Ahlul Bayt, a.s. verübten Aktivitäten, die die Sunna wieder zum Wiederleben gebracht haben. Wir machen weiter erstmal mit der Folge 10. Wir fangen hier mit einem Hadith in Fathul Bari, in Sharh Sahih al-Bukhari, mit dem Hadith in Sahih al-Bukhari unter Nummer 6889. حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني عن اليمن من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم فقلنا يا رسول الله Al-Yahudu al-Nasara, qala faman. Hier ist klar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seinen Sahaba gesprochen hat, allgemein mit den Sahaba gesprochen hat und gesagt, dass sie die Sunnan von den Vergangenen, also die vor euch vergangen waren, ihr werdet die Sunnan, Sunnan ist Mehrzahl von Sunnah, werdet ihr wie die Vorgängen, also Schritt für Schritt nachgehen. Also hier Schibr und Zira. Schibr ist ungefähr 10 cm und Zira ist dieser Arm lang. Hatta lau dakhalu jahra dabbin tabatumuhum. Das heißt, selbst wenn sie in ein Kamelienloch eintreten, werdet ihr sie folgen, sagt er zu seinen Sahaba. Dann sagten wir, ja Rasulullah, al-Yahud wa-Nasara, ala faman. Das heißt, ihr werdet die Juden und die Christen folgen. Wir haben ihn gefragt, wer die Juden und die Christen, sagt, wer sonst denn sonst? Also wer denn sonst? So, also hier ist klar, ein Hadith, das Sahih ist eine Prophezeiung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass die Sahaba die Juden und Christen nachgehen werden, also hinter denen gehen werden. So, wir haben auch festgestellt in der Folge 9.1, dass Umar Tamim al-Dari zu sich gebracht hat und ihn erlaubt hat, in der Moschee die Riwayat bzw. die Qusas oder Qasas, also die Erzählungen der heiligen Schriften bei den Christen zu unterrichten. War natürlich der Erste, der das gemacht hat, Umar ibn al-Khattab,
also der das erlaubt hat. Und hier die Erklärung von Ibn Hajar. Sagt er hier, وقوله شبرا شبرا وذراعا ذراعا في رواية الكشمهيني رواية الكشمهيني شبرا بشبر وذراعا بذراع عكس الذي قبله قال عياض الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه. Das heißt, sie werden, dass diese Erklärung von Schibber und Dira und so weiter ist eine Art Beispiel schlagen von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie wie die Christen haargenau handeln werden. Also sie werden sie als Methode nehmen, als Beispiel nehmen für alle Handlungen, die sie verüben werden, was der Schara, das heißt die Gesetzgebung, verboten hat. Und also was der Schara, also die Gesetzgebung verboten hat und nicht für gut geheißen hat. Also alles, was nicht gut geheißen wurde von der Scharia, wird in dieser bei den hier den angesprochenen Sahaba gemacht. So, das war erstmal ein Hadith. Wie gesagt, hier nochmal Library Islamic, also islamweb.net. Hier ist die Adresse. Und das ist Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. So, das ist ihre Seite. Also diese Methode natürlich, was wir jetzt benutzen, ist sehr gut angekommen, hat besseren Effekt gebracht und da können auch viele das nachvollziehen. Jeder kann das angeben in Google und das bestätigen bzw. beweisen oder nachvollziehen, dass ich da nichts verfälsche. Also mit einem Buch kann man viel machen. Aber Alhamdulillah, das haben wir nicht nötig. So, in einem anderen Hadith sagt der Prophet noch was anderes, nämlich Musannaf ibn Abi Shayba. Er sagt in den Hadith Nummer 36685, das ist auch Library Islamic, also islamweb.net. Ne? Und hier ist der Hadith der Mawquh, Haddathana Waqi' an Ubayd ibn Tufail, Abi Saydan und so weiter. Qala Hudayfa, latarkabanna sunnata bani Israel, hadwa al-na'li bin-na'li, wal qidhat bil-qidha. غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. Das heißt, ihr werdet die Bani Israel nachgehen, genau, also haargenau nachgehen. Bloß ich weiß gar nicht, ob ihr dann den Kalb auch anbeten werdet oder nicht. Das heißt, so weit gehen diese Menschen mit ihrer Nachahmung dieser Kuffar, sodass sie so bezeichnet werden, als ob sie sogar den Ajl, also den Kalb, anbieten würden. So, jetzt, hier ist natürlich die Sprache allgemein für die Sahaba. Und wir werden immer angegriffen von den Wahhabiten, beziehungsweise kritisiert, dass wir die Sahaba diffamieren oder beleidigen, und unter denen ist Abu Bakr und Umar und so weiter und so fort. Das Einzige, was wir machen, also ich rede jetzt von uns, Al-Batul-Team, ich rede nicht über alle anderen, aber von uns jetzt, Al-Batul-Team, was wir machen, ist eine Art Studie, was diese Sahaba angeht, und wir lesen nur vor, was in euren Büchern hervorkommt, ohne einen Grund dafür zu haben, diese Sahaba zu beschimpfen oder zu diffamieren. Bloß wir zeigen nur die Wahrheit, wo sie ist, und das ist jedem überlassen, ob er sie folgt oder nicht. So, jetzt geht das weiter. Wer sind diese Sahaba, die diese Änderungen verüben werden nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Muwatta al-Imam Malik, das habe ich hier auch als Buch. So, das Buch ist
so alt, also von Muwatta Imam Malik. So, das ist Muwatta Imam Malik. So kann man schon an die Dinge, also an die, sagen wir, an die Papiere, an dem Papier sehen hier, dass das so alt ist. So, auf jeden Fall, das habe ich vor 20 Jahren ungefähr gelesen, das Buch. Und ich weiß, dass das drin steht, aber brauchen wir nicht hier reinzugucken. Gucken wir im Internet zusammen, damit wir die Bestätigung von denen online bekommen, dass das wahr ist, was ich immer in den anderen Aufnahmen gezeigt habe. So, wer könnte diese Sahaba sein? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam konnte nicht mal in Anführungsstrichen seinen engsten Freund das Paradies versprechen. Das befindet sich, wie gesagt, in Muwatta Imam Malik, auch gleichen Website könnt ihr aufmachen. So, und dann hier Muwatta Malik Riwayat Abi Mus'ab al-Zuhri, so, Hadith Nummer 542. Hadith ist marfu, haddathana Abu Mus'ab, qala, haddathana Malik an Abi al-Nadr, مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهداء بأحد هؤلاء أشهد عليهم. Das heißt, er redete der Prophet صلى الله عليه وسلم über die Märtyrer von Uhud und er sagte, für sie werde ich bezeugen, dass sie شهداء sind. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله ألسنا يا رسول الله بإخوانهم. Er sagt, O Rasulullah, Abu Bakr hier antwortet, er sagt, sind wir nicht ihre Geschwister? Von diesen Menschen, diese Shuhada, von Uhud. Er sagt, wir sind doch Muslime geworden, so wie sie geworden sind, und wir haben auch Jihad verübt, wie sie das auch gemacht haben. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bala walakin la adri ma tuhdithuna ba'di. Das heißt doch, aber ich weiß nicht, was ihr nach mir tut. Das heißt, ausschlaggebend ist das, was sie nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam tun, ob sie ändern oder nicht, ob sie bleiben oder nicht. Aber hier sieht schon, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm das gesagt hat. Dann weinte Abu Bakr, summa baka, summa qal, innana laka inuna ba'dak, werden wir denn nach dir bleiben oder sein, ja Rasulullah. So, jetzt wissen wir, dass dort eine Andeutung, zumindest eine Andeutung, dass Abu Bakr zu denen gehört, die nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam geändert hat. Und eine Andeutung. Und wir haben das durch die Besprechungen der Verbrennung der Sunna festgestellt, dass Abu Bakr und Umar Änderungen, also Bid'ah oder Änderungen verübt haben nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Jetzt die Frage, weil die wurde mir auch gestellt. Hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, warum hat er das zugelassen, dass seine Freunde, sie nennen sie engsten Freunde, so waren und trotzdem hat er das geduldet? Da habe ich geantwortet, Allah hat auch gewusst, dass der Shaitan die Menschen irreführen wird, und trotzdem hat er ihn geduldet bis Tag der Auferstehung. Damit wir selber durch solche Untersuchungen zu der Wahrheit mit Mühe und Arbeit, mit Leistung rankommen können und sie mit unserem Verstand akzeptieren und nicht einfach blind folgen, was unsere Vorfahren, was unsere Eltern glauben. So, jetzt viele aber auch haben mich kritisiert bzw. wollten von mir, dass ich die Meinung von den Gelehrten der Ahl-Sunnah und Jama'ah immer in Betracht ziehe. So, das heißt, wenn ich irgendein Hadith hervorbringe, sie wollten gerne von mir sehen, wie die Gelehrten von denen darüber denken, was sie meinen oder wie sie diesen Hadith erklären. Das ist natürlich auch gerecht. Diese Frage ist gerecht oder beziehungsweise dieses Argument ist gerecht. Aber wie gesagt, wir können nicht immer die Erklärungen der
Gelehrten der Ahl-Sunna wa Jama'a in Betracht ziehen, weil wir feststellen konnten, dass diese Menschen sind sich aber überhaupt nicht einig gewesen. Jeder hat irgendwas anderes gesagt und das ist alles Vermutungen, auf Vermutungen, die überhaupt nicht zu einem Ergebnis führen. Und deswegen haben wir uns die Sache überlassen, jeden seinen Verstand soll er benutzen und die Erklärung für sich selbst hier finden. Und inshallah wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn oder uns allen helfen, rechtgeleitet zu werden. So, nichtsdestotrotz habe ich ein Buch von Nasr al-Din al-Albani. Das ist einer der größten Muhaqqiqin von Al-Sunnah und Jama'a in diesem Jahrhundert sozusagen. Oder der größte überhaupt unter denen, der in dieser Zeit gelebt hat, also vor kurzem gestorben, nämlich Nasr al-Din al-Albani in seinem Buch Irwa al-Ghalil fi takhrij ahadith Manar al-Sabil. Hier, Al-Maktab al-Shamila, hier ist sein Buch. Er hat einen Hadith, eine Riwaya, eine Erklärung von Aisha besprochen und authentifiziert natürlich in diesem Buch. Er hat das besprochen über mehrere Wege. Hier über Salim ibn Abdullah, قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه. So, was bedeutet das jetzt? Sie sagte, ich habe den Propheten صلى الله عليه وسلم geduftet, also mit Duft geschmiert sozusagen, mit Tib, in Al-Hal und Al-Ihram. Diese Al-Hal und Al-Ihram macht man in Hajj-Zeiten. Macht man in Hajj-Zeiten. Wenn man pilgert, macht man diese Hal und Ihram. Das heißt, man macht Ihram. Das heißt, wenn man, bevor man zu Pilgern geht, werden bestimmte Sachen für ihn verboten, indem er dieses Tuch um sich umwickelt und sich für Allah subhanahu wa ta'ala total dort abgibt. So, dann werden sie bestimmten Sachen für ihn verboten. Unter diese Sachen ist Duft. Aisha sagt hier, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Fall, als er in Hil und al-Haram war, al-Ihram war, habe ich ihn geduftet. Das heißt, er hat Duft zu sich genommen in dieser Zeit. So, hier Salim sagt selber, dieser Salim ibn Abdullah sagt selber, hier sagte er, وَسُنَّةُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَقُّ أَن تُتَّبَعْ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَقُّ أَن تُتَّبَعْ. Das heißt, die Sunna des Propheten صلى الله عليه وسلم ist ihr zu folgen. So. Jetzt, was bedeutet das, ihr zu folgen? Die Geschichte ist wie folgt. Umar bin Khattab, unter all seine Veränderungen in dem Islam, in der Religion, waren auch in Hajj und in Gebet, wie wir schon mitbekommen haben, Gebet, Hajj, in Al-Istidhan, Al-Mut'a und Tarawih und so weiter und so fort. Unter diesen Änderungen war auch diese Sache, er hat die Menschen verboten, zu sich also Duft zu nehmen, nachdem sie Ihram gemacht haben, nachdem sie hier diese Ihram, was wir vorhin besprochen haben, verüben, dürfen sie nicht also zu sich Duft nehmen. Hat er das verboten? Aisha hat hier das widersprochen. Hat sie gesagt, ich habe das selber gemacht. Das heißt, sie hat auch mal widersprochen. Jetzt hier guckt man merkt schon, dass da ein gewisser Widerstand entstanden ist in der Zeit von Umar, dass Salim zum Beispiel sagt, die Sunna des Propheten ist ihr zu folgen. Das heißt, wir folgen nur die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und nicht die Sunna von Umar. Hier merkt man schon, dass da ein gewissen Widerstand entstanden ist in der Zeit von Umar. Aber viele waren natürlich, haben Angst immer von Umar gehabt und nicht daran geglaubt, beziehungsweise konnten sie sich nicht durchsetzen. So, hier nochmal, Band 4, Seite 239, Pultu, hier, إلا أن قوله بعدما يرمي جمرة كذا ثابت تسبقهم فيها نشت so. ويشير سالم بقوله هي اسني بشتيد وما سيكزاك هاب الألباني زاك ويشير سالم بقوله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق
من قول عمر. نعم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من قول عمر. إلى ما أخرجه مالك في أنقاب عند البيهقي وعنه البيهقي زو عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة. اشتند عرفة هذا دوت أن غيدي كهلتن وعلمه أمر الحج. هاد فولت دين النتيجة الحج دي حج صاحي بايبرينجن. وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحج. Das heißt, wenn man ein Hill ist hier, wenn man al-Jamara, diese Steine schmeißt auf die al-Jamara, sagt, فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَا عَلَى الْحَاجِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبِ. Das heißt, alles ist euch erlaubt, bis auf Frauen und Duft. لَا يَمَسُ أَحَدُكُمْ نِسَاءً وَلَا طِيبًا. Das heißt, dort darf man weder Frauen noch Duft anfassen. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. Bis er diese Tawaf macht. So. هي وزاد في لف له ثم حلق أو قصر ونحر هديا أسوة. Das ist unsere Sache. So, was ich sagen will, hier schon sieht man, dass da verschiedene, beziehungsweise nicht verschiedene, da waren welche, die sich wirklich gegen Omar durchgesetzt haben. So. Hier nochmal. Nochmal der Hadith. السادسة عن طاووس عن ابن عمر قال قال عمر فذكر مثل الذي تقدم. Das heißt, das was vorher erwähnt wurde, auch die zweite Überlieferung. قال فقالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض. Das heißt, bevor er diese إفاضة gemacht hat, طواف الإفاضة, bevor er das gemacht hat, nachdem er diese Jamra, dieses Stein geschmissen hat, habe ich ihn auch geduftet. So, فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَقَّ أَيُؤْخَذُ بِهَا مِنْ سُنَّةِ عُمَرْ. Das heißt, wir sehen schon hier, dass zwei Sunna gegeben hat, oder gibt es zwei Sunna. Ein Sunna von Umar und ein Sunna von Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Es gibt welche, die Sunna von Umar abgelehnt haben, weil sie die Sunna des Propheten صلى الله عليه وسلم widersprochen hat. Das heißt, Umar hat die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam vernichtet und versuchte er, sie mit seiner eigenen Sunna zu ersetzen. So. Unter die sich widersetzt haben gegen Umar, war sein eigener Sohn Abdullah. Das befindet sich in Sira Nabawiyya von Ibn Kathir. Das auch Al-Maktab al-Shamila. So. Viele Sahaba haben sich natürlich gefürchtet vor Umar. Die haben Angst vor ihm gehabt. Hier sagt Ibn Kathir: وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَهَابُونَهُ كَثِيرًا فَلَا يَتَجَاسَرُونَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ غَالِبًا. Das heißt, aus Angst halber haben die Sahaba immer gezögert, gegen ihn zu sprechen, und haben sie ihn nie einige, also von den häufig nicht widersprochen. Also sie haben ihn häufig nicht widersprochen. وَكَانَ أُبْنُهُ Abdullah يُخَالِفُهُ. Das heißt, sein eigenen Sohn hat ihn aber widersprochen. يُخَالِفُهُ يُقَالْ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَنْهَا عَنْهَا. Das heißt, wurde zu ihm gesagt zum Beispiel, dass dein Vater hat dieses verboten, nämlich al-Mut'a. فَيَقُولْ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَقَعْ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ. Also hier, meine liebe Geschwister, Ibn Umar selber sagt, ich fürchte, dass gegen euch vom Himmel Steine fallen. So, warum? Er sagt, فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Rasulullah hat das doch gemacht. أَفَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ نَتَّبَعْ أَوْ تَتَّبَعْ أو تتبع أو سنة عمر بن الخطاب. Das heißt, sollte man lieber die Sunna von Rasulullah folgen oder die Sunna von Umar bin Khattab? Hier ist ein Fakt. Das heißt, es gab doch zwei Sunna. Die Sunna von Umar durch Zeugnis von seinem Sohn Abdullah bin Umar.
oder die Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam durch Zeugnis von Ibn Kathir. وكذلك كان عثمان. Und so war Uthman auch, sagte radiallahu anhu, yanha anha. Uthman hat auch die Sunna, diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam verboten. وخالفه علي بن ابي طالب. Und Ali ibn Abi Talib hat ihm widersprochen. كما تقدم وقال لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. So, das heißt Ali ibn Abi Talib سلام الله عليه sagt wortwörtlich hier: Wallah, ich lasse nicht die Sunna des Propheten صلى الله عليه وسلم aufgrund dessen von jemandem irgendeine Rede. Das heißt, kann jeder sagen, was er will. Ich unterlasse nicht die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hier fangen wir eine neue Phase an, nämlich die Wiederbelebung der Sunna durch Ahlul Bayt alaihim assalam. Das heißt, wir haben bis jetzt alles, nicht alles, es gibt so viel wie Berg von Uhud Beweise, dass Umar und Abu Bakr und Uthman die Sunna versucht haben zu vernichten, und diejenigen, die diese Sunna gerettet haben, waren Ali ibn Abi Talib und seine Anhänger. So, wir gehen in die nächste Phase hinein, inshallah, und beantworten wir damit viele Fragen. Was hat Ali denn sonst gemacht? Weil der sagt immer, da gibt es so einer, der versucht mit Mühe und Not, unsere Fakten hier und Argumente zu widerlegen, vergeblich, hat er bis jetzt nichts geschafft, außer beschimpfen und sich verärgern. So, und das ist normal bei denen. Das können nicht mal seine Ulema das schaffen. Das schafft kein Mensch. Denn das ist die Sprache des Verstandes. Damit werden wir, inshallah, die Folge 10, inshallah, beenden, und damit fangen wir auch inshallah mit Folge 1 an, mit Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bis dahin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.